Besitz ist mir das auch tatsächlich egal. Meine Attacken stehen soweit und ja, die kommen zwei Leute. Vielleicht kriegen wir noch was Schönes. Hör mal, hast du einen Kokowai? Willst du gegen meins tauschen? Das ist mein ganzer Stolz, musst du wissen. Na, überzeugt euch das. Moment. Ich habe einen Kokowai. Die Frage ist. Ich habe meinen nicht mit. Scheiße. Ja, man, da hast du irgendwie so einen schwächeren 50er, 30er Kokowai. Hast du dich auch mit genügend Items eingedeckt? Sind wir wirklich alle Pokémon-Fit? Das ist die letzte Hürde auf dem Weg zum Champ. Also solltest du dich so gut verbreiten, wie du kannst. Okay, probieren wir es. Ja, wir gehen auf jeden Fall heute rein. Entweder wir kriegen jetzt Sick auf die Fresse oder wir schaffen das irgendwie. Und da ist die junge Dame, die wir ja schon mal unterwegs unserem Abenteuer gesehen haben. Los geht's. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin... Oh, du bist es. Du hast mich ziemlich lange warten lassen. Falls du dich nicht mehr an mich erinnerst, ich bin Lorelei. Ich gehöre zu den Top 4. Niemand ist so gut im Einsatz von Eis-Pokémon wie ich. Attacken, die den Gegner einfrieren, können eine verheerende Wirkung haben. Ja, warum? Ja, das liegt ja wohl auf der Hand, ne? Sobald ich eine Pokémon-Eiswürfel verwandelt habe, sind sie vollkommen hilflos. Haha, also bist du bereit? Los geht's. Okay. Lorelei. Wie gesagt, die Dame, die wir tatsächlich, bevor wir den Felstunnel sind, mal getroffen haben. Die uns ja mit Team Rocket schon mal ein bisschen auf die Sprünge gebracht. Fängt mit einem weiteren Pokémon an, das wir auch schon jetzt auf unserer Liste abhaken können. Check! Sind es nur noch 15 Pokémon, die uns fehlen. Es ist ein Yugo und wir legen los. Mit 51. Ja gut, wir probieren es auf jeden Fall. Wir kriegen ja schon irgendwie. Ich hoffe, dass wir es irgendwie hinkriegen. So, auf jeden Fall, der Donnerblitz hat schon mal gesessen und Yugo kommt in Kaskade. Alles gut. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir sind ungefähr auf dem gleichen Niveau. Wir kriegen ja auch nicht Erfahrung. Das heißt, wir müssen vom Level auch nicht aufsteigen können. So, Yugong ist schon mal Geschichte. Ich habe eigentlich hatte nur ein Pokémon, wo wir so ein bisschen aufpassen müssen. Das ist nämlich der Lapras. Alles andere sollte uns nicht so dramatisch passieren. So dramatisch sein. So, erste Pokémon, was sie jetzt in den Kampf schickt, oder nächste Pokémon, was sie in den Kampf schickt, ist jetzt ihr Rostana. Dafür habe ich Magma. Und Magma wird nur ein Feuersturm versuchen, dieses Rostana so schnell wie möglich aus dem Rennen zu nehmen. Steckst du weg. Feuersturm trifft hier rein. Ah, das ist nicht wahr. Das kriegt das Viech noch weggesteckt. Das ist zum Kotzen. Okay, alles gut. Das ist nur nichts passiert. Wir verlieren zwar jetzt unser Magma. Ah, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hatte damit gerechnet, dass kein Magma das Rosana wegstecken. Aber wir... Das Viech steckt's weg. So, Evoli. Möchte ich jetzt gerne haben mit Flugball. Sollte das Rosana nicht wegstecken. Sehr gut. Das zweite Pokémon von ihr geht auch baden. Dann haben wir Yugong und Rosana von der Liste schon mal gestrichen. Nächste Pokémon von ihr ist Austos. Ein weiteres Eis-Pokémon. Das nächste Pokémon, was uns tatsächlich noch fehlte. Ja, Top 4, das ist nicht ganz ohne. Definitiv nicht. So, dann haben wir jetzt mit Austos auf jeden Fall gesagt. Ich gehe mit Donnerschlag drauf. Ich gehe erstmal ein bisschen. Ich gehe physisch drauf. Okay, das hat sich so wirklich gebracht. Die Hydro-Pumpe trifft nicht. Außer sie sind. Ja, Pokémon ist uns neu. Okay, ist auch. So, außer sie geht auch weg. Jawohl. So, damit hat sie noch zwei Pokémon und ich weiß auch genau welche. Okay, das hatte ich jetzt als letztes gerechnet. Ihr Lapras ist genau das Pokémon, was ich meine. Lapras ist das Pokémon, was tatsächlich ich Angst vor hatte. Ich gehe erstmal auf Donnerwelle drauf. Mit Donnerwelle, weil ich will dieses Viech erstmal zumindest weg haben. Also zumindest ein bisschen von der Geschwindigkeit runternehmen. So, weiter geht's auch physisch. Ich weiß, Lapras hat wahrscheinlich überragende Werte, was das... Ja, sehr gut. Komm, jetzt nochmal. Und
Da Lapras nicht im roten Bereich ist, dürfte sie auch keine Dings einsetzen. Keine Top-Genesung einsetzen. So, Lapras schon mal weg. Sehr gut. Weg damit. Ihr gefährlichstes Pokémon ist schon mal mehr als Geschichte.